Heute findet zum dritten Mal das Eifel Gourmet Festival statt. Es sind heute 7 Sterneköche dabei, 8 Top-Winzer und ja, es ist einfach eine ganze, wirklich eine Sensation hier für die Region. Wir machen unseren Lammgang, der ist von unserem Sous-Chef. Das ist quasi ein Lammragout mit einem konfierten Ei in Nussbutter, Selleriepüree, Nussbutterschaum, frittiertem Estragon, einem Lammchip mit gebeiztem Lammschinken noch dazu. Soup gefällt mir, weil es mich ein bisschen an meine Kindheit erinnert, wenn meine Oma damals gekocht hat, so alles in Bräter getan hat, dann auf den Tisch gestellt hat und ich probiere meinen Gästen im Lescalier das auch ein bisschen rüber zu geben. Ich bin noch relativ jung, habe aber immerhin schon einen Stern im Guide Michelin Koch und ich möchte einfach diese Gefühle und diese Emotionen wecken und das geht natürlich sehr schön mit Soup. Ich koche hier auf der Burg Flamersheim unheimlich gerne in Soup-Produkten. Da habe ich dann halt diese Schneckenschalen. Ja, weil das erinnert halt einfach an Frankreich, an die Bretagne. Das ist ja, dann mein Produkt, mit dem ich hier auch einfach gerne koche, weil die Präsentation halt dann nochmal ganz besonders ist. Einzigartig macht das Festival die verschiedenen Köche. Ja. Man trifft hier 10 bis 15 verschiedene Köche und jeder kocht irgendwie anders. Und das ist das, was es eigentlich wahnsinnig spannend macht, dass man eine Vielfalt, wo man eigentlich so in keinem Restaurant bekommt. Wenn man hierher kommt, hat man 15 verschiedene Köche, also 15 verschiedene Eindrücke.